herzlich willkommen im Burmeister Caravan Center in Bodmann-Ludwigshafen am Bodensee. Mein Name ist Michael Burmeister. In unserem Fahrzeugportfolio befinden sich 12 Marken namhafter Hersteller mit ungefähr 300 Fahrzeugen in unserer dauerhaften Ausstellung. Gerne zeigen wir Ihnen unsere einzelnen Fahrzeuge in einem besonderen Film. Ein weiteres Fahrzeug ist dieser kleine. Warum kleiner? Er ist einer der kleinsten, den ihr überhaupt im Angebot habt bei Burmeister. Richard, erzähl etwas über dieses tolle Fahrzeug. Genau, das mache ich gerne. Ich bin Richard Mahler, Verkäufer hier bei Burmeister Caravan Center in Ludwigshafen am Bodensee. Und ich freue mich, dass ich euch jetzt hier eine Mercedes-Benz Marco Polo vorstellen darf. Und nochmal, um das zu klären mit der Zulassung, das Fahrzeug wurde bereits schon im März zugelassen, ist also jetzt etwas mehr als 6 Monate alt und somit ein gebrauchtes Fahrzeug. Und das Beste, man kann ihn jetzt sofort haben und man muss auch nicht ein Jahr drauf warten. Als wir das Fahrzeug so bestellt haben, er hat keine Chromteile dran, außer vorne am Kühlergrill, aber dieses Fahrzeug hat das sogenannte Night-Paket. Und was dieses Fahrzeug in sich hat, das sehen wir hier in einer Riesentabelle, was da alles mit dabei ist. Und der Richard, der geht jetzt mal ein bisschen auf das Fahrzeug ein. Eine Schiebetüre hat man und wenn man da drückt, dann geht es automatisch auf. Und jetzt bist du dran. Jetzt darf ich euch zeigen. Also, wie gesagt, wir haben hier den Marco Polo in einer sehr, sehr kompletten Ausstattung. Im Prinzip haben wir es so gemacht, wir haben alle Ausstattungen gewählt, die Mercedes anbietet. Die einzige, die fehlt, ist die Luftfederung. Ansonsten ist hier alles drin und es ist im Prinzip auch alles elektrisch. Der Richard sitzt jetzt in diesem Marco Polo. Hier auf diesem MBUX-Bildschirm haben wir jetzt eben diesen einen Button. Da können wir alles steuern, was jetzt den Camper angeht. Hier haben wir die Möglichkeiten, eben ganze Lichtszenarien abzubilden, einzelne Lichtvarianten einzusteuern oder eben alle Lichter anzumachen. Wir können aber auch hingehen über den Punkt Wohnen, können hier das Aufstelldach zum Beispiel bedienen oder aber hier an der Stelle auch das Schiebedach, das hier oben ist, schließen. All diese Dinge können wir von hier unten aus steuern, genauso wie wir natürlich auch die Heizung bedienen können. Alles wird hier digital mit einem Touchscreen gemacht. Ich habe eine Nachtabsenkung drin. Also alles das, was eigentlich ein großer Camper kann, kann auch dieser kleine Marco Polo hervorragend. Ich frage, dass nichts oben drüber ist. Und dann bleibe ich drauf und dann fahren wir das Dach elektrisch hoch. Und jetzt ist das Dach oben. Und jetzt habe ich eine Stehhöhe von über 2 Meter und kann mich hier bequem in dem Innenraum aufhalten. Also das Aufstelldach ist natürlich gedacht als Liegefläche dann. Ja. Wir haben hier den Himmel jetzt angehängt. Der wird also raufgezogen, wenn das Aufstelldach ausfährt. Das Aufstelldach natürlich unten sein, klar. Und beim Schlafen, da ist ja die Matratze. Und dann kriegen wir eine schöne Liegefläche hin mit einer Länge von rund 2 Meter und um 1,20, 1,25 Liegebreite. Gut, und jetzt wollen wir schauen, was in diesem Marco Polo wirklich alles drin ist für uns Camper. Ich komme mal ganz kurz rüber. Also das Fahrzeug an und für sich selber ein PKW und der Riesenvorteil ist, wir können überall hinfahren, mitten in die Stadt und rein theoretisch da übernachten, wenn man will. Genau, er wird gerne genommen für Geschäftsreisen oder für allgemeine Reisen, wenn man irgendwelche Besprechungen hat und dann nicht mehr heim will, dann kann man hier im Fahrzeug übernachten. Er kann die Woche über ganz normal seinen Job tun und am Wochenende kann man auch noch in die Oper fahren mit dem Fahrzeug, weil er einfach ein ganz, ganz tolles, elegantes Auto ist und im Prinzip ja alles kann. Hier haben wir eine Spüle drin, dann in der Mitte hier finden wir einen 2-Flammen-Gasherd und hier hinten haben wir sogar noch eine Kühlbox, die rund 30 Liter Volumen hat. Das ist ja gut. Das ist echt eine tolle Geschichte. Hier vorne finden wir den Tisch, den können wir hier herschieben. Und damit wir dann eben essen können, nehmen wir hier unten das Bein raus und stellen ihn ab. Und jetzt kann man ganz toll sie hierher setzen und wir können hier auch was... Zu viert kann man da... Zu viert können wir hier sitzen, ja genau. Aber schlafen kann man nicht zu viert, oder? Doch, wir können auch zu viert schlafen.
Und zwar können wir aus dieser Sitzbank, die wir hier hinten haben, eine Liegefläche machen. Ja, unten ist übrigens nochmal eine zusätzliche Schublade als Stauraum. Hier vorne mit drin. Und das Beste ist aber, ich habe hier eine elektrische Lehnenverstellung und kann jetzt elektrisch die Lehnen absenken und aus dieser Sitzbank eine Liegefläche machen. First Class, die Sitze. Das absolut, ja. Die sind übrigens alle mit Echtleder beledert. Und das, was man jetzt gerade im Moment hört, ist ein Kompressor, weil er nämlich Luftkissen, die hier eingearbeitet sind, momentan ablässt, weil wir ja keine seitliche Führung mehr haben wollen, sondern eine ebene Fläche haben wollen. Aber während der Fahrt können wir uns hier diese Luftkissen aufpumpen und können eine schöne Seitenführung auf dem Sitz haben. Mhm. Und jetzt können wir im Prinzip nach hinten gehen und uns das Ganze von hinten auch anschauen. Das ist ja raffiniert. So, dann komme ich gerade mal raus. Und dann greifen wir unten an der Heckklappe rein. Einmal kurz anziehen. Die Heckklappe geht natürlich elektrisch auf. Was wir noch nicht gesagt haben, es ist ein Allrad, ein Viermatik, aber zu den technischen Daten komme ich gleich noch. Aber hier sehen wir jetzt praktisch von hinten rein. Hier haben wir die Verlängerung der Liegefläche. Dieses Polster ist im Prinzip immer da. Und hier geht es jetzt dann weiter. Das ist der zweite Sitz, den wir jetzt noch absenken könnten. Und wenn jemand fragt, wo die Kopfstützen sind, die werden hier bei diesem auf der Rückseite der Rücksitzbank versteckt und wird dann auch einfach rausgezogen, wenn man sie dann zum Fahren braucht. Wenn ich jetzt hier unten diese Matratze anhebe, dann finden wir hier noch einen Campingtisch und zwei Klappstühle. Mhm. Außerdem ist noch sogar ein Netz da als Herausfallschutz für das obere Bett. Also ist alles wirklich sehr, sehr, mit dabei wäre. Genau, alles sehr kompakt und komplett. Seitlich haben wir ein paar Schränke. Hier haben wir den Zugang zu einem kleinen Stauraum. Hier ist sogar ein Duschschlauch da, weil hier unten ein Außenanschluss wäre für eine Dusche. Allerdings duschen wir kalt. Ach, gut. Da muss es Sommer sein. Da muss es Sommer sein. Und hier haben wir eben nochmal einen zusätzlichen Stauraum hier hinter der Türe und haben hier praktisch mehr oder weniger unser Badezimmer. Also der Schminkspiegel ist auch da mit dabei. Und jetzt noch etwas für solche, die vielleicht Fußball schauen wollen. Ja, ist jetzt zwar ein Gag, aber das ist eigentlich die Verdunkelung von der Heckscheibe. Und wenn ich die hier unten einfach befestige, dann hätte ich hier eine wunderbare Leinwand für einen kleinen Beamer. Und glaubt mir, ihr seid erstarrt überall, wo ihr das hier auffahrt. Dann kommen die mit den großen Wohnmobilen und schauen bei euch. Und schauen bei euch. Genau. Irgendeinen Fußballmatch. Ansonsten, wenn ich hier wieder zumache, gibt es auch die Option, dass wir die Heckscheibe einzeln öffnen. Das heißt, ich muss nicht immer die ganze Klappe aufmachen. Ich kann hier unten reinfassen und kann hier die Heckscheibe aufmachen und habe somit direkten Zugriff für Taschen oder für etwas Eingekauftes, was ich hier momentan abstelle. Cool. Ich möchte vielleicht noch gerne zwei, drei Worte zur Technik sagen vom Fahrzeug. Ganz interessant. Wir haben hier die größte Maschine drin. Es ist ein V300 CDI 4MATIC. 4MATIC sagt Allradantrieb und 300 sagt 237 PS mit dem 9-Gang-Wandlerautomatik. Es sind alle verfügbaren Assistenzsysteme verbaut, die es von Mercedes gibt. Wir haben LED-Lichter drin, wir haben eine Dieselstandheizung drin, eine 360-Grad-Kamera, eine Anhängekupplung mit 2,5 Tonnen Zuglast. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, was das Auto kann, dann würde ich euch wirklich gerne zu mir einladen, hier zur Burmeister Caravan Center am Bodensee. Dann zeige ich euch das Auto ganz ausführlich mit allen Details. Also, dann wissen wir wieder etwas mehr. Der Marco Polo mit vielen Ideen, interessante Features dabei und vor allem, er ist sofort erhältlich zum Gebrauchtpreis. Genau, der Neupreis waren 111.000 Euro
und wir geben den jetzt ab für 99.890 Euro. Dieses Auto hat im Moment 149 Kilometer auf dem Tacho, ist aber mehr als 6 Monate alt. Deshalb habt ihr einen neuen Gebrauchten, greift zu, jetzt ist er noch da. Wenn ihr etwas Kleines wollt, schnell unterwegs sein und trotzdem zu viert unterwegs sein, dann wäre das vielleicht etwas für euch. Richard, wir sehen uns beim Uhrmeister. Ja, ich freue mich. Ich wünsche euch was. Alles Gute. Ciao. Tschüss.